Remo Helbling vom BSC Jona. Remo, ist sind jetzt 11 Spiele um die Saison. Wir sind auf Platz 3, ein Punkt hinter dem Spitzenreiter. Sind wir zufrieden bis jetzt? Ja, wir sind total zufrieden. Das Saisonziel ist immer noch, Playoffs erreichen. Sind wir gut dabei, von dem her können wir zufrieden sein. Wenn es hier in Teneroy 2 Spiele gegen einen kleineren Gegner 60 Punkte geholt, kann man sagen, die Pflicht ist erfüllt? Die Pflicht ist sicher erfüllt, aber auch diese Spiele sind natürlich schwer. Weil gegen kleine Gegner, die werden natürlich einschlagen. Und ja, das Spiel muss zuerst gespielt werden. Und ich glaube, ja, das haben wir gemacht, wir haben es erfüllt. Kleine Gegner haben wir jetzt gehabt, die nächsten drei sind alles grosse. Zuerst kommen die Scorpions, dann die Sable Dancers, nachher noch die Chargers. Was haben wir für ein Rezept, um dort zu bestehen? Ja, ich glaube, wir müssen einfach weiter unsere Taktik machen. Schön defensiv, offensiv gut umschalten. Und ja, es wird sicher Spass machen, gegen gute Teams spielen, wo wir sicher gefordert sind, gegen viele Nazi-Spieler. Das ist Motivation genug. Was muss noch besser werden bis zu diesen Spielen? Ja, sicher, dass wir unser ganzes Spiel durchziehen können, also die ganzen 36 Minuten. Und ja, dass wir Spiele nicht aus den Händen geben. Also, heute war vielleicht fast ein bisschen zu leger gewesen. Jetzt unter der Woche hat der Mike Dusch bekannt gegeben, dass er nächste Saison nicht mehr Trainer sein wird, Jona. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Ja, wir haben das natürlich akzeptiert. Es ist ein bisschen überraschend gekommen. Aber ja, da müssen wir natürlich auch wieder etwas Neues finden. Jetzt verabschiedet er ihn mit dem Meistertitel. Ja, zuerst gehen wir einfach mal in die Playoffs und dann schauen wir weiter. Okay, merci. Danke.